heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Geschichte der Philosophie von Professor Alfred Schmidt. Ich bin Katharina Trabel, ich bin Ihre Ansprechpartnerin für alles, was studentische Fragen jetzt vom Formalen hauptsächlich ist. Für inhaltlich ist dann Herr Schmidt verantwortlich. Ich wollte erstmal ein paar grundsätzliche Dinge sagen, was die meisten da interessant finden, die kommen dann zu einem Schein. Schein ist normal mit einer Hausarbeit, ein großer Schein, regelmäßige Teilnahme natürlich. Hausarbeit ungefähr 10 Seiten. Das müsste für alles zu schaffen sein über ein Thema, das Sie sich entweder selber ausdenken, muss natürlich in Verbindung mit dieser Vorlesung sein. Oder Sie können auch uns fragen, dann können wir Ihnen Themenvorschläge machen. Ein kleiner Schein, dafür müssen Sie regelmäßig teilnehmen. Und ein Protokoll, eine Stunde protokollieren. So 2-3 Seiten, kein großes Ding. Nächste Woche wird leider ausfallen. Herr Professor Schmidt hat eine andere Veranstaltung. Und zwar um 19.30 Uhr, falls Interesse besteht, in der Finkenhofstraße 17. Das Thema war Medizin und Philosophie. Im Zeitalter der Aufklärung. Das ist im Rahmen des Holzhausen-Schlösschens eine Veranstaltung. Ja, das Holzhausen-Schlösschen wird renoviert, deswegen ist das alles in der Finkenhofstraße 17. Wir versuchen, ich sehe, es ist doch etwas voller als gedacht. Vielleicht kriegen wir einen größeren Raum. Werde ich versuchen, mich mal dran machen. Ansonsten werde ich aber dann mit Aushängen und sowas legen. Wie Sie sehen, wird die ganze Vorlesung aufgezeichnet. Also Sie können alles dann, falls Sie nochmal nachgucken wollen oder mal einen Termin verpassen oder so, können Sie das alles im Internet sich haargenau ansehen. Wo? Wo genau das beherrscht? Auf dem E-Lecture-Portal der Universität Frankfurt. Wirst du finden per Google. Ja. Das war es von meiner Seite. Bestehen von der formalen Seite noch Fragen? Ansonsten, wir machen auch eine Pause um 17 Uhr. Da ist Viertelstunde Pause. Da können Sie auch nochmal, falls irgendwelche speziellen Fragen auftreten, sich an uns wenden. Ja. Ansonsten. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Vorlesung. Ich habe im Sommersemester 1952, Sie hören recht, das letzte Mal eine Vorlesung als Einleitung in die Philosophie hier in Frankfurt erlebt. Professor Gerhard Krüger hat eine solche Veranstaltung vorgelegt. Und dann im Semester drauf bei Max Horkheimer. Ich selber, das muss ich einfach mal gestehen, habe dieses Thema wegen seiner schwierigen Aspekte so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber sehr viel länger kann ich jetzt nicht mehr warten. Es scheint mir jetzt doch am Platze, den Stier noch mal bei den Hörnern zu packen. Eine Vorlesung in die Philosophie kann ganz verschiedene Wege gehen. Noch anders, wenn ich also mich um die Geschichte dieser Denkart kümmere. Die Anfänge des menschlichen Wissens stehen quer zu unseren modernen Unterscheidungen von Wissenschaft und philosophischer Spekulation. Ich möchte zunächst kurz darauf hinweisen, dass die Beschäftigung mit philosophischen Gegenständen überall schon in unserem lebensweltlichen unmittelbaren Zusammenhang enthalten ist. Wir brauchen weder Kant noch Hegel zu studieren. Die Philosophie ist dauernd präsent, auch dort, wo wir uns das gar nicht klar machen wollen oder können. Also die lebensweltliche Unmittelbarkeit des Alltags, in ihr ist Philosophie bereits enthalten.
in welcher Form, darüber wird zu sprechen sein. Kant, den ich nun doch nennen möchte, hat es als einen Skandal empfunden, dass wir völlig außerstande sind, uns dessen begrifflich unanfechtbar zu versichern, dass der Tisch, an dem wir sitzen, eine raumzeitliche Molekularmasse völlig unabhängig von unserem Bewusstsein und außerhalb seiner existiert. Wie steht es um die Realität der Außenwelt, mit der wir es täglich zu tun haben und der wir ja auch selber angehören? Noch Heidegger hat in Sein und Zeit diesem Thema der Realität der Außenwelt einige Betrachtungen gewidmet. Besteht mein Arbeitszimmer in der Parkstraße, von dessen Dasein ich überzeugt bin, nur insofern, als ich mich als möglichen Beobachter hinzudenken muss, reduziert sie wie Berkeleys von Kant kritisch sogenannter Traumidealismus behauptet, reduziert sich das Sein der Dinge auf ihr Wahrgenommenwerden, ist in allem, was wir über die gegenständliche Welt sagen, ob wir wollen oder nicht, das Subjekt, das wahrnehmende, dann aber auch das denkende Subjekt beteiligt. Esse est percipi, das Sein der Dinge besteht in ihrem Wahrgenommenwerden. Der scharfsinnige Physiker Ernst Mach hat er recht, wenn er Berkeleys Idealismus in moderner Sprache erneuernd in seiner Schrift Analyse der Empfindungen erklärt, die uns so geläufige Unterscheidung von psychischem und physischem beruhe lediglich auf gewissen terminologischen, konventionellen Festlegungen. Immerhin beginnt Philosophie damit, dass der Bewusstseinsstrom, die Unmittelbarkeit jener Tatsachen unseres Kopfes, doch als etwas nicht mit der seienden gegenständlichen Welt Identisches erkannt wird. Also die Trennung von gedachtem und ungedachtem Sein steht am Anfang von Philosophie. Mach hat in seinem berühmten Werk, ich habe es schon genannt, Analyse der Empfindungen, ausgeführt, dass es vielleicht nur ein Gedankensymbol für einen Empfindungskomplex von relativer Stabilität gibt, nicht aber, was wir uns einbilden, seiende Körper oder Dinge. Wir haben es zunächst mit den Tatsachen unseres Bewusstseins zu tun, mit Farben, mit Tönen, mit Drucken, mit Räumen und Zeiten. Von ihnen behauptet Mach, übrigens in Lenins dickem Buch Materialismus und Empiriokritizismus, scharf kritisiert. Immerhin für Mach sind die Elemente der Welt zunächst nur solche des Kommens und Gehens von Bewusstseinsdaten. Der Materialismus geht davon aus, dass das natürliche Bewusstsein von seienden Dingen schon durch die Praxis, aber auch durch lustvolle oder schmerzhafte Erlebnisse begründbar ist. Nicht aber argumentativ, nicht im Sinne eines bündigen Diskurses. Wir erfahren die Welt, ich sage das gern in meinen Vorlesungen, wenn ich durch einen dunklen Raum gehe und stoße mit dem Schienbein an einen Stuhl, was oft sehr schmerzhaft ist,
etwas von der Tatsache, dass es offenbar etwas doch gibt, was wir das Transsubjektive, dasjenige nennen, was über das Subjekt und seine Zustände hinausgeht. Es ist also der praktische Widerstand der Dingwelt, das natürliche vorphilosophische Bewusstsein, der naive Realismus, von dem wir allesamt ausgehen, so sehr er dann der Korrektur der Kritik auch unterliegt. Schon die Annahme, dass ich nur Bewusstseinszustände habe, nicht aber eine seiende Welt, der sogenannte Solipsismus, dass allein das Ich existiert, nicht aber gegenständliche Dinge. Dieser Solipsismus ist immer mehr eine Drohgebärde und ein Verdacht gewesen, als dass es Philosophen gegeben hätte. Selbst Max Stirner, der gern hier genannt wird, hat das wohl mit dieser Grobheit nicht behauptet, dass die Welt gleichsam untergeht damit, dass ich sie als bewusstseinsbegabtes Wesen verlasse. Also das natürliche Bewusstsein und seine naiven Festlegungen, sie sind zunächst einmal dasjenige, woran die Philosophie entweder Anstoß nimmt oder, wie Lenin so schön sagt, die gesamte Menschheit glaubt ja, dass es eine seiende Körperwelt gibt. Also das ist der berühmte Consensus Gentium, die Übereinstimmung der Völker, wie das genannt worden ist, in Bezug auf die elementaren Erfahrungen, die wir mit der Welt machen. Es gibt sowas offenbar wie ein metaphysisches Bedürfnis im Menschen. Das muss nicht das Bedürfnis sein, wilde, fantastische Spekulationen anzustellen. Schopenhauer, ein Frankfurter Denker, den man nicht übergehen sollte, hat im zweiten Band seines Hauptwerks betont, das metaphysische Bedürfnis des Menschen folge dem Physischen auf dem Fuße. Woran denkt er dabei? An die Todesverfallenheit des Menschen, an das Bewusstsein seiner Endlichkeit, die ihn zu einem metaphysischen Wesen macht, ob er nun ein solches sein will oder nicht. Das Sterben alles Kreatürlichen ist physisch bedingt, aber das Bewusstsein der Endlichkeit des Menschen ist der Schlüssel zur Metaphysik. Alle die Unsterblichkeit der Seele leugnenden Auffassungen, sagt Schopenhauer sehr nachdenklich, werden nicht ankämpfen können gegen die Tatsache, dass die personale Einheit des Menschen mit dem Tode erlischt, die Identität der Person. Der Polizeibericht spricht von der Leiche des X, nicht von ihm selber. Sie sehen, der Tod bringt uns mitten in die metaphysischen Fragen hinein. Ob dann die Auskünfte der Religionen und Theologien eine Bedeutung haben, lasse ich hier jetzt einmal bewusst beiseite. Die Metaphysik kann sich aber auch innerhalb der physischen Welt selber ereignen, in jener Welt, der wir bedürfen, um uns Nahrung, Wohnung und Kleidung zu verschaffen. Sie sehen, das Physische und das Metaphysische, sie haben ein sehr facettenreiches Verhältnis. Marx, sicher kein metaphysischer Spekulant, ist keineswegs dort am philosophischsten, wo er der herkömmlichen Sprache der Philosophie entspricht, wo er sich ihrer bedient.
sein Materialismus ist ja nicht primär eine weltanschauliche Bekundung über das Weltganze, sondern zunächst enthalten im Naturstoff gesellschaftlicher Arbeit. Wobei der Mensch, wie es in Marxens Hauptwerk Das Kapital heißt, Hirn, Nerv und Muskel betätigend, der Natur selber als eine Naturmacht entgegentritt, die ihre Zwecke nur im Einklang mit erkannten Mechanismen und Chemismen jenes Stoffes verwirklichen kann. Also in den Kapiteln, den ersten großen Kapiteln der Warenanalyse im Kapital unter dem Titel des Stoffwechsels von Mensch und Natur, dem Marx Ewigkeit und Unaufhebbarkeit zuspricht. Auch der Kommunismus könnte uns von dieser Notwendigkeit nicht entbinden, nicht befreien. Wenn aber nun gesagt wird, der Mensch, der Arbeitende, tritt der Natur selber als eine Art Naturmacht entgegen, dann ist es klar, dass ich in eine Sphäre hineingelange, die als Metaphysik insofern bezeichnet werden muss, die Einheit der Natur meldet sich an in der Rede, dass der Mensch selber der Natur als eine Art Naturmacht entgegentritt. Also wir haben hier ein metaphysisches Thema. Engels, ein anderer Materialist, hat die Einheit der Welt in ihrer Materialität erblickt, aber das war für ihn keine metaphysische Versicherung, sondern das Resultat einer mehr tausendjährigen wissenschaftsgeschichtlichen und philosophischen Entwicklung. Das Philosophische ist immer das Hinausgehen zum Ganzen. Es zielt immer aufs Ganze ab, auch wenn es zunächst in ganz engen, beschränkten Zusammenhängen auftaucht. Philosophie, darauf wollten meine einleitenden Betrachtungen hinaus. Das konnte alles nur vorsichtig formuliert werden, wurzelt in Fragen, die im jeweiligen Hier und Heute auftauchen. Dieses Hier und Heute, die menschliche Praxis, bleibt das reale Substrat noch der subtilsten Fragestellungen. Philosophie entsteht als spezifische Form des gesellschaftlichen Bewusstseins in Indien, in China, vor allem aber für uns Europäer naheliegend im antiken Griechenland. Mit ihm verbindet die westliche Welt, unbeschadet neuerer, differenzierender Einsichten, noch immer die Idee dessen, was das Wort Philosophie sagt, Liebe zur Weisheit. Philosophie beginnt um das 6. vorchristliche Jahrhundert in den griechischen Kolonien des kleinasiatischen und süditalienischen Mittelmeerraums. Das heißt, in Küsten- und Handelsstädten wie Milet, Ephesus, Abdera oder Elea. Hier bildet sich eine qualitativ neue, über die mythischen und magischen und numinosen Vorstellungen der Welterklärung hinausgehende Geistesart heraus. Eine Geistesart, die eben den Mythos von den kultischen Handlungen, mit denen er zunächst verbunden war, hinausgeht. Die Götter der homerischen Epen oder in Hesiods Theogonie haben schon eine lange
Entwicklungsgeschichte durchlaufen. Wenn wir nach den historischen und geografischen Ursprüngen der griechischen Philosophie fragen, so sind wir in erster Linie angewiesen auf Aristoteles, der uns in zwei wichtigen Schriften, nämlich in seiner Metaphysik und in seiner Physik, unterrichtet hat über die tastenden Anfänge des Philosophierens im alten Griechenland. Aristoteles im 4. vorchristlichen Jahrhundert. Er betrachtet die sogenannten Vorsokratiker, jene Denker, die sich um die Physis, um die Natur, das Gewordene, das Gewachsene, die Taonta, die seienden Dinge kümmern. Er betrachtet sie als Vorläufer seines eigenen Systems. Auf Aristoteles und Theophrast, seinen Schüler, auch er dann im 4. und 3. Jahrhundert lebend, geht dann auch der Name zurück, die man den frühen Denkern noch heute gibt. Der Name heißt Physikoi. Die Physikoi, die Physiker, die in der ionischen Welt, der erste Gegenstand des Menschen, ist also nicht die kartesianische Reflexion auf die Selbstgewissheit des Ich denke, sondern zunächst das Erstaunen über die Fülle und Vielfalt der seienden Dinge. Und der Mythos, wenn er sich durch naive, sinnliche Rezeptivität von der spontanen Denkweise des Intellekts unterscheidet. Es geht also in erster Linie um die Welt und ihren Zusammenhang, in dem dann der Mensch seinen Ort mühsam erst bestimmen muss. In der frühen Neuzeit bei Descartes ist es die Selbstgewissheit des Ich denke, das uns über die bloß problematisch gegebene Dingwelt durch klärende, durch geometrische und mathematische Denkoperationen hinausführt. Wir haben es also hier mit einer Denkweise zu tun, die wir auch in der Literatur unter dem Namen Hylozoismus. Vielleicht, Frau Trabel, schreiben Sie ab und zu mal einen Terminus an. Also die Allbeseeltheit des Stoffes, der Hylozoismus, noch in Goethe, sehr viel später findet diese Denkart ihre Vertreter. Wichtig ist auch sehr früh, meine Damen und Herren, Naturerkenntnis im Dienst von Naturbeherrschung. Ein ganz wichtiger Punkt. Selbst Marx ist dieser westlichen Idee, dass unser Wissen uns Macht verschafft über die Dinge, ist nicht ganz entronnen, nicht ganz entkommen. In der berühmten zweiten Feuerbach-These, die steht auf des Messers Schneide, möchte man sagen, die gegenständliche Wahrheit unseres Denkens. Das ist der alte, von Aristoteles kommende Begriff der Wahrheit als der Sachgemäßheit unserer Urteile. Diese gegenständliche Wahrheit wird dann noch etwas erweitert in der berühmten zweiten These. Die gegenständliche Wahrheit, das heißt die Macht und Diesseitigkeit unseres Denkens. Also in dem, was Marx hier sagt, einmal der klare materialistische Gedanke einer seienden Welt, über die wir zu angemessenen Urteilen kommen müssen, aber auch, was seit der frühen Neuzeit ganz evident ist, seit Francis Bacon etwa, Knowledge is power, Wissen ist Macht.
Also es ist dann auch nicht nur bei Nietzsche in der spätbürgerlichen Epoche dieser Gedanke, dass der Wissenserwerb unsere Macht über die Dingwelt erweitert. Das ist, glaube ich, hier noch in Erinnerung zu bringen. Die Vorsokratiker, wie sie auch genannt werden, mit ihnen beginnt ein universalhistorischer Prozess, nämlich der Prozess der europäischen Aufklärung. Wir sind es gewöhnt, den Begriff der Aufklärung in der Literaturgeschichte, in der allgemeinen Kulturgeschichte auf das 18. Jahrhundert zu beschränken, was auch durchaus in Ordnung ist, denn dieses Jahrhundert hat ja die Besonderheit, sich selber seinen Namen gegeben zu haben. Die anderen Titel sind von Gelehrten ausgedacht worden, meist sehr viel später. Aber der umfassende universalhistorische Begriff von Aufklärung, an dem kommen wir auch nicht vorbei. Also nicht nur das Wort Aufklärung hat eine universalhistorische und eine epochale Bedeutung. Beides steht im Zusammenhang, ist aber nicht einfach miteinander zu verwechseln. Der Altphilologe Wilhelm Nestle hat in einem berühmten Werk über diese besondere Qualität des kritisch sich von der Unmittelbarkeit des sinnlichen Scheins emanzipierenden Denkens hervorgehoben, vom Mythos zum Logos. Das ist sozusagen das große Stichwort. Nestle, ein althistorisch und altphilologisch überaus geschulter Mann. Er nennt dieses Werk vom Mythos zum Logos, Untertitel Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens. Stuttgart, zweite Auflage 1975, ein Buch, das Sie unbedingt einmal in die Hand nehmen sollten. Es geht auf ältere Vorlesungen des Autors, den frühen 30er Jahren, zurück. Horkheimer und Adorno, hier in Frankfurt müssen sie unbedingt natürlich genannt werden. Dialektik der Aufklärung, ein großer geschichtsphilosophischer Entwurf, der dem Schicksal der Vernunft in den Zeitläuften nachgeht. Denken wir an das Erdbeben von Lissabon 1755, unzählige Menschen sterben. Der Fortschrittsglaube kommt zu einer ersten großen Erschütterung. Und dieser Tage hat sich das ja als 100-jähriges Jubiläum, wird man es kaum nennen können, Ereignis überall in den Medien breit gemacht. Die erschütternde Wahrheit des Untergangs der Titanic. Das heißt, der Fortschrittsbegriff ist offenbar ein kontinuierlicher, aber auch ein diskontinuierlicher. Er enthält auch Rückfälle in die Barbarei sogar. Und solche Erscheinungen müssen wir beachten. Also die Naivität des beständigen Fortschreitens, des immer besser Werdens unserer menschlichen Welt, das ist, glaube ich, eine Illusion. Das Buch von Horkheimer und Adorno, als ich studierte, war das hier in Frankfurt in den Händen aller meiner Kommilitonen, Dialektik der Aufklärung. 1969 entstanden allerdings schon in Amerika in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs. Mit der Dialektik von der Aufklärung, von der hier die Rede ist, geht einher ein weiterer Begriff, also vom Mythos zum Logos. Das war die eine Bestimmung, die andere lautet die Entzauberung der Welt. Max Weber,
der bedeutendste Soziologe der wilhelminischen Ära, fraglos, hat in einem Vortrag Wissenschaft als Beruf von 1919 von einem in der okzidentalen Kultur durch Jahrhunderte fortgesetzten Entzauberungsprozess gesprochen, charakterisiert durch wachsende Rationalisierung und Intellektualisierung. Aber er hat auch schon als guter Leser Nietzsches gesehen, dass der Fortschritt in sich wahrscheinlich gar nicht so sinnhaft ist, wie er sich gebärdet. Der dauernde Wissenserwerb, der durch noch reichhaltigeren und noch präziseren ersetzt wird, ist darin wirklich das Glück einer sich von den dumpfen Naturmächten befreienden Menschheit enthalten. Die Philosophie, wie ist sie in ihrer Totalität zu beurteilen, meine Damen und Herren? Ich komme jetzt so ein bisschen exakter zu dem engeren Thema dieser Vorlesung. Ist sie mehr als eine verbindliche, auch zufällige Abfolge bloßer Einfälle, Fantasien oder Lehrmeinungen? Wenn wir so fragen, stoßen wir sofort auf Hegel. Er hat eine Geschichtsphilosophie der Philosophiegeschichte entworfen. Das ist bisher nicht in dem Maße beachtet worden, wie Hegels Entwurf es verdiente. Hegel lehrt nicht nur einen vernünftigen Kontext der philosophischen Systeme in ihrer zeitlichen Abfolge. Das, was er das Fortschreiten von abstrakten zu konkreten Wahrheiten nennt, von ärmeren zu inhaltlich differenzierteren und reicheren Auffassungen über die Welt, sondern, das ist nun eine zweite Seite der Sache, auf die wir natürlich zurückkommen müssen. Jede Philosophie, sagt er, sei bestrebt, ihre Epoche auf den Begriff zu bringen. Sie erfasse ihre Zeit in Gedanken. Es ist dies eine berühmte, in der Vorrede zur Rechtsphilosophie auftauchende Formulierung. Aber hier liegen auch gleich die großen Probleme. Jede Philosophie erfasst ihre Zeit in Gedanken. Erschöpft sie sich deshalb auch in schierem Historismus, Relativismus? Dieser Frage hat Hegel sich sehr deutlich gestellt. Die Geschichte und das Absolute. Eine auch in der christlichen Theologie vorgezeichnete Problematik, ohne Frage. Kalendarische Ereignisse wie die Inkarnation mit dem Weihnachtsfest populär verbunden oder die Auferstehung von den Toten, der spezifische österliche Glaube. Jedenfalls ist in der christlichen Tradition ein eigenartig paradoxales Ineinander von zeitlichem und überzeitlichem, von ewigem und einmaligem, von kalendarischen Ereignissen, die von einer unendlichen Bedeutung für das Menschengeschlecht sein sollen, nach christlichem Glauben. Das jedenfalls ist sicher ein von Hegel hier nicht formulierter Hintergrund seines Denkens, aber ich glaube schon, das Absolute und die Geschichte. Andere Religionen entfernen alles Historische.
aus den letzten Glaubensinhalten. Hegel sieht die Geschichte verwoben in das überhistorisch Ewige und umgekehrt. Er sagt in seinen philosophiehistorischen Vorlesungen, und ich darf Ihnen das sagen, die Glocknersche Ausgabe, das sind 3 stattliche Bände, man nimmt sie viel zu selten zur Hand. Es gibt eine wissenschaftliche Tagung, die in Köln stattgefunden hat, Hegel und die Geschichte der Philosophie. Ein Band, den ich Ihrem Interesse durchaus empfehlen kann, weil er eine Seite des Studiums von Hegel berührt, die oft zu kurz kommt. Hegel sagt, denn die Philosophie beabsichtigt, das zu erkennen, was unvergänglich, ewig an und für sich ist. Ihr Ziel ist die Wahrheit. Er spricht hier wie Platon, wie die klassische griechische Philosophie. Aber er fährt folgendermaßen fort. Die Geschichte aber erzählt solches, was zu einer Zeit gewesen, zu einer anderen aber verschwunden und anderes verdrängt worden ist. Gehen wir davon aus, dass die Wahrheit ewig ist, so fällt sie nicht in die Sphäre des Vorübergehenden und hat keine Geschichte. Eine hochinteressante Frage. Hat die Wahrheit eine Geschichte, eine immanente, eine ihr innewohnende Geschichte? Nicht nur, dass damit gemeint ist, in der Zeit hat der Denkprozess eines Philosophen stattgefunden, sondern hier kommt Heideggers berühmte Distinktion ins Spiel, Geschichtlichkeit und Historisches. Dass wir von Historie sprechen, von einem Ablauf in den Zeiten, von den Schicksalen der Völker, der Kulturen, der Individuen, setzt die Geschichtlichkeit als solche in der menschlichen Realität schon voraus. Und Hegel sagt dann, wenn sie eine ewige Wirklichkeit hat, wenn die Wahrheit ewig ist, so fällt sie nicht in die Sphäre des Vorübergehenden und hat keine Geschichte. Wenn sie aber eine Geschichte hat und indem die Geschichte dies ist, uns nur eine Reihe vergangener Gestalten der Erkenntnis darzustellen, so ist in ihr die Wahrheit nicht zu finden, denn die Wahrheit ist nicht ein Vergangenes. Also Hegel, fraglos ein historischer Denker von hohem Rang. Und was es an wirklich ernstzunehmender Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert gibt, ob Sie Erdmann nehmen oder Kuno Fischer oder Zeller oder wen auch immer, sie alle kommen nicht zufällig aus der Hegelschen Schule. Selbst Feuerbach, der vielleicht den schärfsten Schnitt, den schärfsten Bruch zu Hegel herbeigeführt hat, sieht seine Philosophie, seinen Anthropologismus doch auch als so eine gesetzmäßige Abfolge. Als das Resultat, sagen wir besser, einer gesetzmäßigen Abfolge. Die philosophiehistorischen Werke von Feuerbach, das vielleicht bedeutendste über Leibniz, wir kennen eigentlich merkwürdigerweise kein so umfassendes und lesbares Werk wie die Schrift von Feuerbach über Leibniz, was er über Spinoza, über den Rationalismus des 17. Jahrhunderts sagt, sein eigenes Denken ist Resultat eines Prozesses, eines historischen Prozesses.
noch er konnte dieses Grundmuster nicht aufgeben. Und im dialektischen Materialismus spielt ja die Frage nach dem Historischen und dem Logischen eine entscheidende Rolle. Marxens Hauptwerk, das Kapital, ist die Strukturanalyse einer Epoche. Man kann sagen, sie ist noch immer nicht abgeschlossen. Eine Gesellschaftsformation epochaler Art. Und gleichzeitig gibt es eine konkrete Geschichte innerhalb dieses großen strukturalen Zusammenhangs. Logisches und Historisches, sie sollten nach dem Tode Hegels auseinandertreten. Für Hegel, das ist seine Grundüberzeugung, und ich habe nicht zufällig die wenigen Andeutungen über die christliche Theologie in Hegels Denken gemacht. Für Hegel ist der welthistorische Stoff, die Schicksale der Völker, der Individuen, der Staaten, eingebettet gleichsam in die ewige Gegenwart des absoluten Begriffs. Das ist die Gewähr dessen, dass die Relativismen, die Vergänglichkeiten, die sich im historischen Raum abspielen, doch letztlich überwölbt werden von einer sinnhaften Vernünftigkeit des Ganzen. Noch bei dem Historiker Ranke, wenn er sagt, alle Epochen sind gleich nahe zu Gott, ist diese hegelsche Idee noch auf jeden Fall enthalten. Wenn ich jetzt etwas sage über den Gegenstand meiner Vorlesung in diesem Semester, dann muss ich davon ausgehen, dass die hegelsche Identität von Subjekt und Objekt uns nicht mehr ohne weiteres zur Verfügung steht. Wir müssen eher von der Brüchigkeit unserer Gedanken ausgehen. Idealismus und Materialismus sind nicht mehr sozusagen als Gegensatz schlechthin überwunden, sondern sie treten durchaus in polemischer und kritischer Absicht einander entgegen. Schopenhauer ist schon von dieser nachhegelschen Epoche erfüllt, wenn er in dem ersten Band der Par Erga sagt, etwa, ja, machen wir noch ein kleines Stück und dann fahren wir nachher fort. Wenn er sagt, das Problem vom Idealen und Realen beschäftigt uns. Für ihn gibt es schon eine Skizze, ja, eine ganze Geschichte der Lehre vom Idealen und Realen. Das heißt, die nachidealistische Epoche rechnet wieder mit der, ja, mit der antagonistischen Situation, nicht mit der spekulativen Situation, in der die Dinge ineinander verwoben sind, ja, bis zur Identität. Er kommt wieder von Kant. Und da ist also die Ausgangslage, die, wollen Sie es mal bitte mal anmalen, ich nenne ihn, nur, dass wir vielleicht da erstmal einen Moment stehen bleiben. Also ist also einmal, schreiben Sie bitte hin, Idealismus, Strich, Realismus, so. Und der Idealismus, der ist in zwei Spielarten präsent in der Moderne.
als subjektiver Idealismus und als objektiver. Und der Realismus, der ist auch eine in sich gespaltene Größe, nämlich Spiritualismus und Materialismus. Das ist kein bloßes Spiel mit philosophischen Termini, sondern hierin ist eine ernste Problematik enthalten. Wir können das vielleicht noch gerade ein bisschen interpretieren. Dankeschön. Also der Idealismus befindet sich zunächst in einem erkenntnistheoretischen Sinn auf der Seite der Gegner des Realismus. Der subjektive Idealismus reduziert die Wirklichkeit auf Bewusstseinstatsachen, während der objektive Idealismus welthaltig ist, etwa bei Hegel, den gesamten objektiven Stoff der Welt in sich birgt. Der Realismus kann zwei Aspekte haben. Er als Spiritualismus die alleinige Geistigkeit des uns real Gegebenen oder der Materialismus die körperliche Welt. Im Materialismus ist dann die metaphysische These enthalten, dass es nur ein dingliches oder körperliches Sein gibt. Also wir haben diese erkenntnistheoretische Dualität, die dann auch diese beiden Idealismen in sich enthält. Und wir haben innerhalb des Realismus zwei Metaphysiken, die sie aufs Schärfste bekämpfen, die alleinige Wirklichkeit von Geistigem behauptend oder die alleinige Wirklichkeit von stofflichem Sein. Ich glaube, dabei bleiben wir mal zur groben Orientierung einen Moment stehen und fahren dann 16:45 fort. 15 Minuten wieder hier, bitte. Meine Damen und Herren, ich hatte die nach-Hegelsche Situation. Hegel stirbt 1831, ein wenig zu charakterisieren versucht. Die Identität von Subjekt und Objekt, also die Utopie der Hegelschen Philosophie, dass der Gedanke, der die Wirklichkeit durchdringt, in letzter Instanz auf sich selber stößt. Das heißt, es gibt eine innere Identität zwischen Erkenntnis und Erkanntem. Diese idealistische Grundauffassung, die ist außerordentlich stark dann im 19. Jahrhundert angefochten worden. Die großen Kritiker Hegels, Feuerbach und Marx, darauf komme ich noch mal in der nächsten Stunde zu sprechen. Wichtig ist der Begriff der Grundfrage der Philosophie, der von Engels gestellt worden ist in der kleinen Schrift über Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Eine Schrift, die von erheblichem Interesse ist und von Ihnen studiert werden sollte. Ich kann aber zeigen, dass die Frage nach der Grundfrage von Philosophie, wie sich Geist und Natur zueinander verhalten, Sein und Bewusstsein, das ist keine marxistische Erfindung, sondern man sieht es auch bei Schopenhauer und auch schon, das werde ich ein wenig noch ausführen, bei Fichte. Es kommt an die Stelle einer Identität von Subjekt und Objekt, kommt es zu einer Diskrepanz, zu einem Bruch. Ja, schließlich auch zu der
wichtigen These Adornos, dass es ein von der Identität nicht berührbares Sein geben muss. Die Lehre vom Nicht-Identischen, während eben bei Hegel der spekulative Gedanke, der die Welt erschließt, in ihr letztlich nur seine eigenen Setzungen wieder entdeckt. Er ist im Anderen bei sich selbst. Diese Art des Idealismus ist im 19. Jahrhundert auf das Schärfste angefochten worden. Und ich hatte, ehe wir jetzt unsere erste Stunde beendet haben, ein paar Worte gesagt zu Schopenhauer, für den also es schon eine ausgemachte Sache ist, Ideales und Reales müssen wir unterscheiden. Das Ideale ist bei ihm die Welt als Vorstellung. Das sind die Bewusstseinstatsachen. Und das Reale ist der berühmte Wille, der das gesamte Seiende durchdringt und von innen her strukturiert. Also was bei Hegel sozusagen unangefochtene Wahrheit ist, wird hier deutlich problematisiert. Also das Problem des Verhältnisses von Idealem und Realem ist das große Thema. Dann eben von Kant her gesehen die Frage, was in unserer Erkenntnis objektiv und was darin subjektiv ist, von uns selber stammt. Und dann die Frage, die Welt in unserem Kopf und die Welt außerhalb dieses Kopfes. Also es kommt wieder zu Alternativen, es kommt zu Antagonismen, es kommt zu Brüchen. In unserem Kopfe entstehen auf äußeren Anlass, nämlich Sinneseindrücke, meint er, sagt Schopenhauer, es entstehen Bilder. Diese aber sind das uns unmittelbar Gegebene. Und nun das Verhältnis der Vorgestellten zu der an sich seienden Welt. Woher wissen wir eigentlich, dass die Welt als Vorstellung so beschaffen ist, dass in ihr die Welt als Ding an sich gleichsam wiederkehrt, reflektiert wird? Welches Verhältnis die Dinge zu ihrem Vorgestelltwerden haben, das ist hier also das Thema bei ihm. Welchen Aufschluss liefern uns die Sinnesdaten über die Welt, die diese Sinnesdaten in uns verursacht? Schopenhauer sagt, naja, das ist also kurz vor seinem Tod, seit 200 Jahren, wir können getrost sagen, heute seit 300 Jahren, das Hauptbestreben aller Philosophie war es, das Ideale, das, was unserer Erkenntnis angehört, von dem Realen, das heißt von demjenigen, was unabhängig von der Erkenntnis vorhanden ist, durch einen sauber geführten Schnitt unterscheidet. Also diese Differenz von Subjektivem und Objektivem ist hier der entscheidende Gedanke. Das durchgängige Thema der Philosophiegeschichte, meint Schopenhauer, ist letztlich die Differenz von Idealismus und Materialismus. Aber sie hat eine jeweils andere Bedeutung. Sie ist nicht ein für alle Mal als ein starres Schema. Es ist zunächst einmal
wenn ich sage, der Kampf von Idealismus und Materialismus, so ist darin eine formale Anzeige enthalten. Das muss jeweils im Einzelnen auch gezeigt werden. Besonders interessant ist dieser Konflikt von Idealismus und Materialismus, wenn er sich in ein und derselben Philosophie zuträgt. Also bei Kant ganz deutlich einerseits der Phänomenalismus, die Welt als Erscheinung, dann aber auch der Gedanke, die unbekannte Ursache der Erscheinungen, immerhin, sie beliefert das erkennende Subjekt mit einer Mannigfaltigkeit sinnlicher Daten, die der Intellekt zu synthetischen, umfassenden Zusammenhängen erst fügen muss. Also bei Hegel sind das gar keine Themen. Die Unerkennbarkeit des Dinges an sich, von der Kant redet, ist für Hegel eine Fiktion. Natürlich, wenn ich alles an den Dingen, was an ihnen erkennbar wäre, selber vorher abstrahiere, dann bleibt das Ding als nacktes, nicht näher bestimmtes Etwas übrig. Also für den absoluten Idealismus Hegels ist das kein Thema gewesen, aber jetzt wird es wieder zu einem. Was ist das Verhältnis des Subjektiven und des Objektiven? Schopenhauer spricht geradezu, also Marxist war der Schopenhauer ja nun nicht gerade, von einem philosophischen Urproblem. Also das ist eine sehr interessante Sache. Es gibt also Urschwierigkeiten in der Philosophie, etwa im Materialismus. Bedingendes und Bedingtes kann ich nicht auseinanderreißen. Und doch sind sie nicht einfach identisch. Der Strom von Bewusstseinserscheinungen, der mag durch Hirnprozesse, durch Nervenvorgänge, über die schon eine ganze Menge herausgefunden wurde, bedingt sein, aber erschöpft das materielle Substrat wirklich die Bewusstseinstatsachen, ihre Bewegtheit, ihre Buntheit, ihren Wechsel und so fort. Also das ist, glaube ich, diese Probleme sind für den Materialismus, der ja nun nicht einfach die Lösung ist, aber immerhin als Kritik am Idealismus völlig unentbehrlich, selbstverständlich ist. Das müssen wir uns also hier klar machen. Und dann kommt der Schopenhauer auf eine ganz spannende Überlegung. Eigentlich sagt er, wenn ich behaupte, die Welt ist meine Vorstellung, bin ich gar nicht so weit entfernt von dem berühmten kartesianischen Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Aber, sagt er, ein ganz wesentlicher Unterschied besteht darin, dass sich bei Descartes die Frage der Unmittelbarkeit und Selbstgewissheit des Ich denke zuwendet, während ich die Mittelbarkeit des Objekts behaupte. Hier ist sozusagen die Geburtsstunde von Adornos berühmtem Prinzip Vorrang des Objekts, so könnte man sagen. Die bloße Korrelation von Subjekt und Objekt, dass es also sich hier um Begriffe handelt, die aufeinander verwiesen sind, das versteht sich. Das Gewicht aber, das innerhalb einer solchen Korrelation der gegenständlichen, der objektiven Seite gegenüber der subjektiven zukommt,
das könnte ja auch etwas anders noch aussehen. Ich muss das, Adorno hatte großen Wert darauf gelegt, nicht in einen simplen, naiven Realismus zurückzufallen. Er wollte sozusagen eine Standesperson bleiben. Ne? Das war für ihn schon auf diesem Gebiet eine wichtige Sache. Aber man muss ja sehen, dass der Vorrang des Objekts in sich genetisch, naturgeschichtlich, den Vorrang der Materie vor dem Bewusstsein enthält. Ich kann natürlich mich in der Subjekt-Objekt-Relation bewegen, aber sie fußt ja auf noch elementareren Zusammenhängen. Subjekt-Objekt ist das eine, Materie und Bewusstsein ein anderes. Die letztere Wahrheit muss in der anderen natürlich aufgehoben sein. Idealismus und Materialismus. Bei Fichte, der nun wirklich ein Zeuge des Idealismus par excellence ist, da finden wir in der ersten und zweiten Einleitung in die Wissenschaftslehre einige merkwürdige Sätze. Und ich darf sagen, dass Adorno sich hier sehr genau um diese Dinge gekümmert hat. Also ob ich vom Subjekt ausgehe bei meiner Welterklärung oder von der objektiven, gegenständlichen Realität, das wird dann also bei Fichte zu einer ethischen Entscheidungsfrage. Das ist der Punkt. Bei Schopenhauer, der bleibt hier auf halbem Wege stehen. Auf der einen Seite sagt er uns, nicht ein Intellekt hat die Natur hervorgebracht. Da wendet er sich natürlich gegen den christlichen Schöpfungsglauben mit dieser Formulierung. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, ohne die Natur gäbe es den Intellekt nicht. Und doch spricht er von der ethischen Grundabsicht seiner Philosophie. Das heißt, das Ethische ist jenseits aller natürlichen Zusammenhänge. Da ist nun bei Schopenhauer ein ganz merkwürdiger Begriff. Er nennt es Geistesphilosophie, ein Wort, das ihm sonst nicht so ganz geheuer gewesen ist. Er will also sagen, jenseits der erscheinenden Welt, in der der Wille als der Wille zum Dasein und Wohlsein sich manifestiert, jenseits dieser Welt beginnt recht eigentlich überhaupt erst das Ethische. Alle Egoismen, die aus unserer triebnaturalistischen Realität erwachsen, sind antiethisch. Also der Egoismus ist das die antimoralische Triebfeder par excellence in uns. Also wenn von Ethik die Rede ist, gerade von der Mitleidsethik, muss ich mich herausbegeben aus der Subjekt-Objekt-Problematik und jenseits ihrer dasjenige aussprechen, was mehr ist als die bloße Ordnung der Natur. Das Moralische, das Ethische ist bei Schopenhauer eine Ordnung der Dinge, die bloße Naturordnung des Fressens und Gefressenwerdens transzendiert. Das, glaube ich, ist an dieser Stelle zu sagen. Er ist also auf der einen Seite durchaus ein aufgeklärter Mann, der die Nicht-Identität von Realem und Idealem ganz klar ausspricht, auf der anderen Seite aber dann doch ein Ethiker, der die Natur sozusagen völlig beiseite lässt. Große Aufklärer wie Helvetius im 18. Jahrhundert, die hätten gesagt, naja, letztlich kann ich noch bei den edelsten Empfindungen, die ich für andere Menschen hege,
nicht ganz aus meiner eigenen Interessenlage heraus. Man kann aber versuchen, in einer geschickten Weise diesen Selbsterhaltungstrieb, der ja auch bei Schopenhauer eine Rolle spielt, gewissermaßen in den Dienst bestimmter sittlicher Handlungen zu stellen. Das wäre ein Lösungsweg, den Schopenhauer abgelehnt hätte. Die ganze triebmaterialistische, triebnaturalistische Ideenwelt der französischen Denker des 19. und auch schon des 18. Jahrhunderts, das wäre für ihn nur interessant gewesen unter dem Aspekt, dass wir bei Helvetius nachlesen können, wie die Welt es treibt, wenn wir uns sozusagen unseren Begehrlichkeiten sozusagen überlassen, unkontrolliert überlassen. Ende eigentlich jeder zivilisierten Situation. Aber normativ in moralischer Hinsicht der Materialismus völlig außerstande. Er ist nicht nur erkenntnistheoretisch naiv, er ist auch moralisch außerstande, eine verbindliche Moral aufzubauen. Jetzt gehen wir mal wieder zu Fichte. Schopenhauer hat zwar an den Rand karikaturhaft einen Esel mit ganz langen Ohren gemalt, als er in der Vorlesung von Fichte saß. Er wollte den Professor Fichte damit charakterisieren. Aber man muss sehen, ganz so weit ist er von dem Idealismus fichtischer Prägung doch nicht entfernt. Während er einerseits schwankt zwischen einer Entsprungenheit des Intellekts und einer Autonomie des Geistes in der ethischen Sphäre, da kommt es zu keiner echten Entscheidung. Man kann natürlich aus dem Hegel raus, aber dann steht man halt da. Das ist bei ihm auch so wohl gewesen. Aber bei Fichte gibt es einen ganz berühmten Satz. Adorno hat ihn mit Behagen zitiert. Ich mache das auch. Was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist. Also Fichte meint, durch eine Entscheidung für das Nicht-Geistige im weitesten Sinne begebe ich mich sofort in eine Sphäre, die sich durch knechtische Gesinnung, gelehrten Luxus und Eitelkeit, ein erschlaffter Geist und gekrümmter Charakter und so fort. Es ist bei Fichte also, du musst an das Höhere glauben. Das wiederum zeigt, dass er den Materialismus nicht wirklich ernst nimmt. Er kann ja auch der Ausdruck eines aufzuhebenden Zustandes sein. Er kann ja auch ein diagnostischer Befund sein. Die Materialisten müssen ja die Dinge, die sie aufdecken, nicht? Das, der berühmte Underbelly of Reason, was da alles so unterwegs ist in uns, die Materialisten müssen all dies ja bei aller Schärfe der Analyse ja nicht gläubig verehren. Marx hat den Aberglauben an die Allmacht der Ökonomie ganz anderen Leuten überlassen. Und so ist es in der materialistischen Philosophie insgesamt. Es kann ja sein, dass derjenige, der die materiellen Bedingtheiten, unter denen die Menschheit stöhnt, klar ausspricht, der Idee einer freiheitlicheren Welt, einer besseren Welt, eher die Treue halten, als einer, der so tut, als sei es eine bloße Frage der Dezision. Ich aber entscheide mich sozusagen zu einer solchen edlen Gesinnung. Also worauf ich hinaus will, Idealismus, Materialismus treten wieder auseinander in der nachhegelschen Epoche. Und insofern möchte ich so in den nächsten Vorlesungen Ihnen zunächst einmal die These eines Kampfes von Idealismus und Materialismus in der Philosophiegeschichte vorführen, aber nicht derart, dass ich mir einbilde, alles von vornherein schon zu wissen, sondern es kann durchaus auch sein, dass die Denker, die sich da auf diese beiden verschiedenen Lager beziehen,
doch auch sehr differenziert beurteilt werden dürfen oder können. Es gibt auch bei Schopenhauer die Tatsache, dass er ein gewissermaßen unfreiwilliger Teilnehmer an der Geschichte des Materialismus ist. Er hat wie kaum ein anderer im 19. Jahrhundert sehr viel Scharfsinn aufgewandt, um die zeitgenössischen Materialisten zu kritisieren. Andererseits war er erfüllt von den Resultaten der französischen Physiologie, die große Rolle im 19. Jahrhundert gespielt hat. Das fängt bei Pinel an, Bichat und so fort, vor allem Autoren so auch in der Zeit der napoleonischen Herrschaft. Cabanis etwa, sehr bedeutender Denker. Er hat diese physiologischen Wahrheiten schon als solche akzeptiert, aber sie hatten für ihn nur einen vorläufigen, einen diagnostischen Charakter. Er hat diese materielle Realität anerkannt, aber nicht gläubig verehrt. Möchte also in diesem Semester, das kann ich nicht vollständig, ich kann da so einige Highlights, wie man heute so schön sagt, nennen. Einige Autoren, und selbstverständlich hat jeder so seine eigenen Vorlieben, wenn er auf die Geschichte der Philosophie blickt. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber ich möchte doch zunächst einmal heute und in der übernächsten Woche diese beiden grundlegenden Begriffe des Materialismus und Idealismus ein wenig erörtern. Die deutsche Sprache hat leider das Eigentümliche, dass diese Vokabeln von vornherein so was wie ein Geschmäckerl, nicht, sagen die Schwaben, also einen moralisch unangenehmen Aspekt. Wer solche Wörter auch nur in den Mund nimmt, kurzum, ich möchte diese Begriffe in einer gewissen streng philosophischen Weise verwenden und hoffe, dass das mir auch gelingt. Also ehe ich nun eintrete in die nähere Darstellung etwa der Vorsokratiker, also Thales, alles kommt aus dem Wasser, Anaximander, am Anfang ist das Apeiron, das Unbegrenzte, Anaximenes, die Luft, Verdünnungen und Verdichtungen der Luft. Das sind Versuche, auf natürliche Weise die Welt zu erklären. Oder bei Heraklit das Pyrotechnikon, das alle Dinge durchflutende, durchdringende Feuer. Das sind alles Philosophen, die also der Selbstentdeckung des Menschen als einer vernünftigen, rationalen Gestalt vorauslegen. Das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet. Oder Empedokles, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die elementaren, naturalen Gegebenheiten. Hier ist dann die Frage, ist das Naturwissenschaft oder ist das Philosophie? Die ist in gewisser Weise gar nicht sinnvoll zu stellen angesichts dieser Denker. Der Abschied vom Mythos, das ist ein wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, das ist schon die reifere Stufe von Homer, von Hesiod. Da sind die Mythen auch schon etwas durch Rationalität geläutert, wenn man so will, und dann erst im 5. vorchristlichen Jahrhundert in der Klassik der Griechen wird dann der Mensch das große Thema. Bei Sokrates die Begründung sittlicher Normen, die Einrichtung eines vernünftigen Staatswesens und Fragen dieser Art werden dann wichtig. Aber von hohem Interesse ist es natürlich, dass die Archä, das, was am Anfang ist, das bestimmende Woher der Dinge, wie Heidegger das griechische Wort Archä übersetzt hat, das ist darin, also das uralte Archaios ist darin enthalten, aber auch das Moment der Herrschaft, des Bestimmenden. Das geht ja bei der Rede
des Tales, dass alles aus dem Wasser komme. Natürlich nicht nur um das schlichte H2O, was uns allen geläufig ist, sondern die Mannigfaltigkeit, die Fülle der seienden Dinge soll ja auf eines gebracht werden. Das heißt, diese ganz naturalen Begriffe, der eine redet vom Feuer, ein anderer von der Luft, wieder ein anderer vom Wasser und dergleichen, das sind zwar diese unmittelbaren materiellen, gegenständlichen Realitäten, sind schon im Spiel, aber eben doch gewissermaßen prinzipientheoretisch. Was ist das eine, aufgrund dessen ich das Viele denken kann? Also es ist schon also der griechische Geist, der hinter dem Vielen, Verworrenen, Dunklen, das eine auch zu entdecken hofft. Also auch bei Thales ganz verwirrende Formulierungen. Er kommt einmal auch ganz von seinem Wasser da weg und sagt, die ganze Welt ist voller Geister oder voller Götter. Das heißt, diese frühe griechische Philosophie, Nestles wunderbares Buch vom Mythos zum Logos hat das geschildert, die ist immer noch auch behaftet mit den Eierschalen einer vorwissenschaftlichen, vorrationalen Denkart. Darüber wollen wir uns aber dann etwas genauer unterhalten. Wir haben nur bei Aristoteles einige informative Andeutungen über die Art, die Wesensart dieser Denker. Wir sind auf Bruchstücke, auf alles nicht ganz komplette, sondern einzelne Motive können wir ausfindig machen. Wir sind da in einer von der Quellenlage her nicht so unbedingt in einer günstigen Situation. Also man kann zwar sagen, wie das auch ein Pariser Kollege von mir, Olivier Bloch, sagt, la naissance du matérialisme, die Geburt des Materialismus in der Vorsokratik. Das ist insofern wahr, als hier ganz handfeste, sinnlich beobachtbare, tastbare, schmeckbare und so weiter Realitäten das Ganze der Dinge erklären sollen. Natürlich ist das naiv, aber in einem großartigen Sinne naiv, nämlich von der Mannigfaltigkeit, der Verworrenheit und Vielfalt zur einheitlichen Naturbetrachtung vorzustoßen. Also wie gesagt, ich will jetzt noch ein bisschen was, sehr viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Ich auch schon. Ah. Zu meinem Kummer stelle ich fest, dass wir schon dreiviertel sechs haben. Also ich trage ihn dann in der übernächsten Woche, wenn ich dann wieder hier bin. Wir werden ja sehen, ob wir weiterhin diesen Raum benutzen können. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich hier in dem Raum aufhält. Aber wenn dann noch ein paar Leute zu uns stoßen sollten, dann wird es natürlich schwierig. Dann müssen wir uns wohl oder übel um einen anderen Hörsaal bemühen. Bleibt mal vorerst jetzt mal hier, nicht? Und wie gesagt, in der übernächsten Woche kommt der Materialismus dran und dann der Idealismus, die ich zunächst mal in ihren großen historischen Kontexten charakterisieren möchte. Und dann trete ich dann doch in das nähere Studieren, das nähere Studium von Philosophie ein. Also ich will einführen in die Philosophie anhand ihrer Geschichte. Das ist wohl heute klar geworden. Es kann natürlich, wie ich eingangs auch angedeutet habe, sehr andere Zugänge zur Philosophie geben. Daran ist gar kein Zweifel. Aber ich will nun mal diesen Weg beschreiten. Schon weil Hegel die vernünftige Abfolge des Logischen in die Geschichte hineingeheimnisst hat gleichsam. Von daher scheint mir dann auch ein interessanter Blick auf Marx möglich und Ähnliches mehr. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Bevor das
sprechen.